Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen. Bei Part Nummer 7 in der AWCESA-Kampagne. Es ist die dritte Mission mit unserem lieben genialen General Caesar, der beim letzten Mal kreuz und quer und über die Karte hinweggeflitzt ist, weil wir ja ganz gut zu tun haben eigentlich. Wir haben alle Hände voll damit zu tun gehabt, die Angriffe abzuwehren von innen, von rechts und von links. Die gallische Armeen, die eigentlich Assyrer sind, aber trotzdem Gallier halt, wurscht, nicht drüber nachdenken, die machen ganz gut Stress. Und wir haben uns da eine Angriffsarmee schon zusammengestellt, die wir jetzt losschicken werden. Oder jetzt, sagen wir mal in diesem Part. Am 10. Phalangen werden wir noch dazu nehmen. Ersetzt einmal die Häuser. Und dann machst du mal einen Bauernhof. Da geht es schon wieder ab. Da drin geht es auch schon wieder ab. Das Stein ist jetzt leer. Wir haben aber noch ein paar Reserven. Das heißt, das ist eigentlich noch okay. Wir müssen jetzt aber langsam aktiv werden und uns ein bisschen eine Bedrohung vom Hals schaffen. Mobile Komponente, bitte noch weitere Kavallerie. Genau, der erste auf der Abschussliste ist einmal der gelbe. Wie schon erörtert. Das brauchen wir schon alleine wegen. Was pumpt da gerade? Ich habe da doch gerade den Soundtrack von Katapulten vernommen. Ja. Wir werden den Angriff da auf jeden Fall mal ohne. Den Angriff am Gelben mal ohne Artillerie ins Werk setzen. Wir haben Tanks mit von der Partie. Das wird auf jeden Fall mal reichen. Beziehungsweise der Gelbe ist, glaube ich, eh schon am absteigenden Ast. Es kann schon sein, dass der schon ausgelaufen ist, was seine Ressourcen anbelangt. Die zwei bleiben wir mal da als Torwächter. Und ja. Es schafft uns dann auf jeden Fall ein bisschen ein Hinterland. Auch wenn da nichts mehr ist an Rohstoffen, haben wir zumindest eine ungestörte Quelle hier, was Holz angeht. Das war zu erwarten, dass das irgendwann passiert. Jetzt kommt der natürlich raus, das ist klar. Das war irgendwo klar, dass das passiert. So, du magst jetzt einfach wieder zu. Wir sind noch nicht so weit. Erst einmal der Angriff, dann alles andere. Ja. Gut, ans Werk. Vom Zuschauen wird nichts besser, ne? Du reparierst. Zum Gold. Okay, der ist weg. Passt. Und du magst bitte wieder zu.
Jo, dann schauen wir uns das mal an, was der Kerl hat. Beziehungsweise ihr seid eigentlich die mobile Holztruppe. Du reparierst. Naja. Ans Werk, Freunde. Ans Werk, den sollten wir eigentlich ganz gut kriegen. Mit unserer Einheitenausstellung. Kann das sein, dass wir den Outrange kennen sogar? Ja, das kann sein. Mit den Bogenschützen, sehr schön. Schlitz, 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 Schlitz der Schlitzer. Genau deswegen. Genau deswegen, Kavallerie. Nein, nein, nein. Dorfbewohner wegmachen und da ballert wieder wer. Okay, das war auch klar, dass da irgendwo Priester herumstehen. Weil der darf ja welche machen. Hm? Macht da wieder wer Bum Bum. Dann weiter im Text. Ihr bricht das mal ab, was auch immer ihr gerade zerstört. Der Tempel hat gerade Priorität. Beziehungsweise. Ja, ist doch ein wunderschönes Gefühl, wenn man outrangen kann. Ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man outrangen kann, die lieben gegnerischen Türme mit den eigenen Bogenschützen. Wegmachen. Weg mit dem Turm. Weg mit der Waffenschmiede. Okay. So werde ich unentspannt. Da werde ich unentspannt. Muss ich sagen. Okay, den gelben sollten wir jetzt haben, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ihr macht auf jeden Fall Lagergrube daher. Vor allem ist es unschön, dass der das Gold da flattert. Du kommst drauf und das Gegen retten.
Jo, den Gelben machen wir noch fertig und zu Ende. Dann ersetzen wir unsere Verluste ein bisschen und gehen gleich weiter zum Orangen rüber. Da nehmen wir ein bisschen mehr Kaffee mit. Auf jeden Fall. Okay. Da ballert wieder wer brav. Okay, Cäsar hat ein bisschen was abgekriegt. Mit dem müssen wir jetzt eigentlich aufpassen. Was auch immer mit dem passiert ist, vermutlich waren es ein paar Katapultsteine, denke ich mal. Da ist sogar ein bisschen Gold. So, Cäsar. Gut, lebt noch. Alles noch gut. Alles noch gut, das kann man noch essen. Speichern als Römer 3. Okay. Könnt ihr mit rüberkommen? Die zwei ebenfalls, die brauchen wir da jetzt nicht mehr. Okay, alles hinüber. Und da ballert wieder wer. Ja, das waren ganz sicher ein paar Katapultsteine, jede Wette. Und rein. Und wieder raus. Und wieder zu. Und neuer Turm. Ein bisschen können wir uns das Spielchen noch leisten. Bevor uns die Steine ausgehen. Man gut, könnte es natürlich sein, dass da außerhalb noch ein bisschen was ist. Okay, der hat da noch ein bisschen was. Was man da beherrschen muss, welche Art von Skills, welche Art von weiß ich nicht, von Reaktionsgeschwindigkeit, dass man Age of Empires mit auf extrem schwer wirklich beherrscht. Ich habe ja zu finden in unserer Playlist bei der letzten Kampagne, bei der Aufstieg Roms Kampagne, einen klaren Versuch unternommen. Ich habe die zweite Mission, Pyrrhus von Epirus, nochmal gespielt, und zwar auf sehr schwer, oder extrem schwer, wie es heißt. Einfach mal ein paar Versuche, ein paar Runs gestartet und mal schauen, was dabei so passiert. Und das Ergebnis ist, ja, das Ergebnis ist saftig. Viertelstunde war Ruhe. Das hat man richtig gemerkt, wie die Mission oder wie das Spiel dir diese Zeit gibt. Viertelstunde. Und danach ist alles gekommen. Wie ein Hammerschlag ist dann gegangen. Batz! Wie ein Hammerschlag. So. So wie da jetzt schon? Oder habe ich nicht? Ja. Okay. Nächstes. Einen Speicherer machen wir. Blup. Genau, zu finden in der letzten Playlist.
Part 17 und 18, ich glaube drei Runs waren es, die ich versucht habe. Ist vielleicht ein bisschen für probeweise ein bisschen eine nicht so geschickte Wahl, weil du da nämlich mit einem krassen Ungleichgewicht anfängst. Also du startest da in der Jungsteinzeit und der Gegner ist schon in der Eisenzeit. Ich habe mir gedacht, das ist eine Mission, wo man sich ganz schön einbunkern kann. Ja, kann man eigentlich auch. Also die Maps, die Inseln bieten das schon ganz gut an, lassen das schon ganz gut zu, dass man sie schön einbunkert. Es hat aber trotzdem nichts gereicht oder nichts gebracht. Das war echt. Das war echt ein Wahnsinn. Gut. Türmchen, Türmchen an der Wand. Wer ist der Hinnigste im ganzen Land? Spannend, dass der noch Beobachtungstürme hat. Schlitzen, Schlitzen, Schlitzen. Mehr Schlitzen, mehr Schlitzen, mehr Multitasking. Mehr Multitasking, mehr Multitasking. Mehr Multitasking. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Asteroidenschauer, wenn es da plötzlich aus dem Nix heraus Steine regnet. Armageddon! Das Armageddon. So, du gehst einmal scouten, wo. Ah ja. Wo der Tempel ist, wollte ich sagen. Alter. Aber jedenfalls spannend, dass da noch Steine herumliegen. Du kannst noch ein bisschen weiter scouten. Scouten! Jo. Okay. Dorfbewohner wegmachen. Gut, das schaut ja soweit sehr erfolgreich aus. Ja, dem ist jetzt alles Gold ausgegangen, der hat ja da eine riesen Goldmine gehabt. Okay. Dann, okay, der Gelbe ist weg. Ja, ist die Frage, sollen wir jetzt noch groß mit Artillerie spielen? Können wir natürlich, aber ist jetzt gar nicht so. Ist jetzt gar nicht so, das muss, ja, komm. Haben wir ein paar Phalangen mehr noch dazu. Ein paar Verluste haben wir gemacht bei den Phalangen, aber jetzt nicht so wild. Caesar hat immer noch seine 120 Lebenspunkte. Jo, dann kannst du mal da raufschauen. Wir vervollständigen unser Zerstörungswerk noch ein bisschen.
du kannst ja mal einfach eine Weile ein bisschen für Stein nachsuchen sorgen. Turmschild. Hätten wir auch noch gehabt. Yep. So, du schaust in die Ecke. Okay, da steht eine Kaserne. Dann hätten wir auch das und dann werden wir den Abschlussangriff in dem Part jetzt auch noch starten. So viel wird das jetzt nicht mehr werden da. Ich würde ja sagen, ich heile die Armee noch schnell hoch, aber alles wieder heile machen, aber eh schon wissen. Kein Tempel und so. Gut, dann haben wir die, ich glaube in der Missionsbeschreibung ist drin gestanden, gigantische Armee auch ausgelöscht. Du wirst mir zustellen. Können wir noch anzweigen. Gut, können wir nicht, weil das Bevölkerungslimit gleich sich melden wird. Er kommt dann bricht den ab und dann machen wir dafür noch einen Kavalleristen. Jo, und dann machen wir da einfach auf und fallen ein. Naja, da wären nur Steine gewesen. Ja, passt von der Stimmung her schon ein bisschen zu Gallien, die Map. So wie die Map ausschauen tut. Weil Alesia, eigentlich soll das eine Bergfestung sein, wo einfach die Römer historisch in Vercingetorix eingekesselt haben. Ich glaube, der war ziemlich überlegen, zahlenmäßig. Aber ja, römische Kriegsführung und so. Ne? In meiner Kindheit habe ich noch gedacht, dass, oder es war ja lange Zeit so, dass das da in Age of Empires die beste oder die treffendste Wiedergabe oder Verarbeitung von antiken Strategien, Schlachten und so weiter ist, die man im Videospielsektor irgendwie finden kann. Aber dann wurde ich durch einen Freund aufmerksam gemacht auf Rome Total War. Das erste habe ich mit 16, glaube ich, 17 oder so gespielt und dann hat der liebe Doc gewusst, dass er eine Lieblingsspieleserie entdeckt hat. Beziehungsweise Spieleserie. Also es war ja bei mir lange Zeit nur Rome Total War 1 rauf und runter, nach links und nach rechts, in allerlei Ecken und Enden. Da habe ich richtig Lust gekriegt, wirklich aktiv mich mit jeder Fraktion zu befassen und jede Fraktion einmal anzuspielen. Beziehungsweise eigentlich auch zum Beenden. Und habe in so einigen Fällen auch gemacht. So einige Fälle, wo man gar nicht, wo man im normalen Spiel, also wenn man gegen die KI spielt, gar nicht mitkriegt, was die Fraktion alles für Möglichkeiten hat. Ich kann mich nämlich nur erinnern, wie mir die Augen übergangen sind, wie ich gemerkt habe, dass die. Ich gemerkt habe, dass es Ableger der Legionäre gibt in anderen Fraktionen. Gut, von den Seleukiden habe ich es relativ früh gewusst. Da bin ich mit meinen ältesten,
also mit dem Freund, mit dem ich früher immer gezockt habe, bin ich recht schnell Seleukiden-Fan gewesen. Einfach weil die Phalanx-Einheiten, Phalanx ist geil, ist cool in dem Spiel, hat immer Bock gemacht mit Phalanx zu spielen. Aber auf der maximalen Ausbaustufe der Siedlungen oder Wachstumsstufe der Siedlungen können die ebenfalls auch einen Abklatsch der Legionäre machen. Und das ist dann halt schon geil. Also wenn man dann beides in einer Fraktion hat. Und dann bin ich später irgendwann drauf gekommen, dass so diesen, dass diesen Legionärs abklatscht, dass das die Numidia ebenfalls machen können. Und die Numidia ist nochmal aus einem anderen Grund eine interessante Fraktion, weil die in der Grund macht sind die weg. Weil die auf den niedrigeren Siedlungsausbaustufen nämlich nur Fernkämpfer machen können, das weiß ich auch noch. Das weiß ich auch noch. Ah. Ja, es wird irgendwann passieren, vielleicht als Lückenfüller zwischen dem nächsten Total War Warhammer 3 und irgendwann mittendrin, vielleicht irgendwann wird es auf jeden Fall mal kommen. Ich muss unbedingt ein Rome Total War 1 Let's Play machen. Das muss einfach sein. Und da habe ich mir es wirklich gegeben, mit allen möglichen Fraktionen zu spielen. Dakien oder ganz hinten die Pater, ganz am Ende der Map. War auch spannend. Und da ist er, der Vercingetorix. So, ihr macht es mal auf, sonst schießen uns die da restlos zusammen. Beziehungsweise können wir ja zurückballern. Bogenschützen, schwere Berittene sogar. Naja. Waren ja auch fame und bekannt, die gallischen berittenen Bogenschützen, ne? Okay. Wo habe ich mich jetzt verklickt? So richtige Durchläufe, wo man auf die totale Map Control spielt, habe ich eigentlich in Barbarian Invasion habe ich es einmal gemacht. Also richtig die ganze Spielen, bis man die ganze Karten eingenommen hat. Das weiß ich noch, das hat mich total motiviert. So quasi einmal sagen, spiel's einmal, dass er die ganze Karten kehrt. So richtig. Mit dem Sieg über Vercingetorix und die Gallier haben sie nahezu 9 Jahre anhaltende Kämpfe beendet. Ganz Gallien wurde in das römische Imperium eingegliedert und einigen Quellen zufolge starben während dieser Zeit Millionen von Feinden. Der bekannte Name Cäsar steht als Synonym für Führungsqualität. Solche Erfolge haben jedoch auch ihren Preis. Feinde in Rom, die eifersüchtig auf ihre Erfolge und ihre Bekanntheit sind, und die über die Größe ihrer Armee besorgt sind, haben angefangen, Intrigen gegen sie zu schmieden. Noch dazu wurde das Triumvirat mit Crassus und Pompeius plötzlich beendet, da Crassus im Kampf gegen die Parther starb. Dies bedeutet, dass nun wieder jeder für sich selbst kämpft. Da nun das westliche Europa unter ihrer Kontrolle steht, ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren und sich um ihren alten Freund und früheren Verbündeten Pompeius zu kümmern. Stimmt. Ich habe schon überlegt, oder mir ist es nicht eingefallen, was die letzte Mission sein wird. Jetzt weiß ich es wieder. Die letzte Mission ist die Schlacht von Pharsalus, wo wir gegen Pompeius, wie gesagt, antreten. Ja, ich muss jetzt echt sagen, schon ein bisschen das Reden über Rome Total War 1 hat schon Bock gemacht. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Und ich kenne auch das Remaster. Nur von, ich glaube, einziges Let's Play habe ich mal geschaut mit einem, zum Remaster. Aber sonst richtig gespielt habe ich es auch noch nicht. Jo, ist auch noch ein offener Fleck auf meiner
Game-Liste. Gut. Genau, die Schlacht von Pharsalus. Wie erwartet. Ja. Das wird was fürs nächste Mal. Gut, dann jo, war das eine recht liebe Geschichte. Die KI hat ganz schön Druck gemacht, war streckenweise ein schönes Hin und Her in der Mission, also hat gepasst. Genau das richtige Maß zwischen herausfordernd und nicht. Genau das richtige Maß zwischen Herausforderung und nett und Leichtigkeit. Hat genau passt für meine Verhältnisse. Gut, es verabschiedet sich der Doc von Gfunden Games und sagt Grüß euch und Tüdelü.